mit dem iPhone ganz locker, ganz entspannt ein Billett kaufen, statt Schlange stehen am Schalter am Bahnhof. Super, hat der Herr Stirni mal gedacht. Der Beitrag von der Ursula Gabatuller. Rito Stirnimann und sein Vater Ruedi werden ihren Ausflug ans Schwingfest auf dem Brünig nicht so schnell vergessen. Statt ihre Zugtickets am Schalter zu lösen, hatte Rito Stirnimann zwei Tickets auf seinem iPhone dabei. Eines für sich selbst und eines für den Vater. Die beiden Tickets hat er tags zuvor zu Hause gelöst. Das war ganz einfach. Den Abfahrtsort eingeben, dann den Zielort, das Reisedatum bestimmen und ein Billett auswählen. Nach der Eingabe eines Passwortes kommt das sogenannte Mobile-Ticket aufs iPhone. Eine einmalige Registrierung genügt. Der Ticketpreis wird direkt der Kreditkarte belastet. Im Zug dann die böse Überraschung, als der Kontrolleur kommt. Stirnimanns korrekt gelöstes iPhone-Ticket für seinen Vater ist nicht gültig. Vater Ruedi muss im Zug noch einmal ein Billett nachlösen und einen Zuschlag bezahlen. Für Reto Stirnimann ist das unverständlich. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, das Billett sind beide ja gezahlt. Und es spielt grundsätzlich auch keine Rolle, wer das fahren tut. Wenn ich ein normales Papierbillett am Schalter kaufe, werde ich auch nicht gefragt, wer das denn wirklich fährt. Also, wieso soll es denn dort der Fall sein? Was Reto Stirnimann nicht wusste, iPhone-Tickets gelten ausschließlich für den iPhone-Besitzer. Sie sind persönlich und in keinem Fall übertragbar auf eine andere Person. Die SBB rechtfertigt sich. Sie weise in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen darauf hin, sagt Sprecher Daniele Palecki. Die Einschränkung habe ihren Grund. Wir haben gesehen, dass es beim iPhone ein Schlupfloch gibt, dass man so ein Ticket recht einfach fälschen kann. Und das wollen wir natürlich verhindern, weil da müssten die Leute zahlen, die regulär ihre Billette immer lösen. Das geht nicht. Aber wir sehen eine technische Möglichkeit, dass man das könnte, sagen wir, in einem Jahr einführen kann, dass man von einem Telefon kann Billett für zwei Leute lösen kann. Bis heute ist das nur direkt auf der Homepage der SBB möglich. Hier kann man bei Online-Tickets den Namen des Reisenden eingeben. Bei Zugsverbindungen zwischen Städten erscheint dieses Handysymbol. Ein Klick darauf und das MMS mit dem persönlichen Ticket kommt aufs Handy. Zu kompliziert für Reto Stirnimann und seinen Vater. Die beiden werden ihre Zugbillette vorläufig wieder wie früher am Bahnhof lösen. Im Moment also noch halb so toll, das mobile Billett kaufen. Die SBB sagen dazu, in einem Jahr seien sie weiter, dann können iPhone-Besitzer auch für andere Personen lösen. Ein Herr Stirnimann, sie sind immerhin ein bisschen entgegengekommen. Als er reklamiert hat, hat er einen Teil des Tickets zurückgezahlt bekommen, aber nur ausnahmsweise. Das Thema Handy- und Bahnbillett ist damit aber noch nicht abgehandelt. Weil, auch wenn ihr ein gültiges Ticket auf dem Handy habt, kann es noch schief rauskommen. Die Party ist vorbei. Manuel Leiser macht sich mit seinen Freunden auf den Heimweg. Mit dem Nachtzug wollen sie von Zürich nach Dietlikon fahren. Die Züge nach Mitternacht sind zuschlagspflichtig. Vor den Billettschaltern bilden sich jeweils lange Schlangen. Deshalb hat der Zürcher Verkehrsverbund Anfangsjahr den SMS-Nachtzuschlag eingeführt. Manuel Leiser sendet ein SMS an die Nummer 988. Und schon kommt der Nachtzuschlag via SMS auf sein Handy. Die 5 Franken dafür bezahlt er per Handyrechnung. Doch Manuel Leiser hat Pech. Bei der Kontrolle im Zug versagt der Akku seines Handys. Ja, dann habe ich auch keinen Akku mehr gehabt und konnte es dann nicht zeigen. Ich bin dann ziemlich blöd da gestanden und habe einen Bus bekommen auf 80 Franken. Obwohl Manuel Leiser den Zuschlag gelöst hat, muss er eine Buße fürs Schwarzfahren bezahlen. Ich verstehe es überhaupt nicht, dass ich die Buße zahlen muss, weil wenn ich heimkomme und das Notel einstecke, dann habe ich das SMS noch da und kann das auch jederzeit auf dem Schalter zeigen.
leuchtet ein. Die Argumentation von Manuel Leiser, der Zürcher Verkehrsverbund, sieht das allerdings ein bisschen anders. Nämlich so, ein SMS-Nachtzuschlag, sie geben gerade nicht ein persönliches Ticket, weil das können wir nicht eindeutig einer Person zuweisen. Darum können wir es auch nicht nachträglich noch an Schalter vorweisen. Also, der Zuschlag auf das Handy laden ist nur dann eine gute Idee, wenn der Akku nicht in den letzten Zügen liegt.